AGDQ 2024 ist vorbei. Was gab's alles Spannendes? Das schauen wir uns gleich an. Schönen guten Tag. Ja, einmal strecken und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Speedrandale ist wieder angesagt mit wieder mal ein bisschen aktuellerem Thema. Ja. Nämlich, es war mal wieder soweit. Das halbe Jahr ist rum, siehe. Ja, die schnellste Woche im Jahr ist die wieder schnellste Woche, ja. Es ist so, interessant ist der Kontrast, finde ich. Also mittlerweile ist es ja seit wie viel? Seit über 10 Jahren, 10, 12, fast 15 Jahre oder so, wo es die Dinge gibt. Die Wartezeit darauf ist immer so lange. Ja. Aber dann geht diese Woche so fix vorbei, weil da so viel drin ist innerhalb von kurzer Zeit. Ja, wir werden mal wieder reinschauen. Wir machen das immer ganz gerne, wenn AGDQ gewesen ist. Wir haben auch zwischendurch immer wieder ja mal gequatscht, so was das Konsumieren dieser Speedruns angeht. Mhm. Ich habe es bei mir gemerkt, also ich schaff's nicht mehr ganz wirklich, den ganzen Tag das laufen zu lassen. Klar. Sondern da die VODs mittlerweile auch relativ schnell sind, wir werden gleich bei YouTube reinschauen und ein paar Empfehlungen dann angeben. Ich habe viel so zum Abend nebenbei, vielleicht mal ein bisschen aktiver, wenn das ein aufwendiger Speedrun ist, aber zum Einschlafen benutze ich das. Ja, das auch. Aber ich hatte es auch sehr häufig nebenbei laufen lassen. Aber dann kamen wirklich spannende Speedruns, die ich wirklich verfolgen will. Das konnte ich nicht nebenbei gucken. Deswegen habe ich dann ausgemacht und mir gesagt, ja, gucke ich später als VOD. Weil die waren auch sehr fix diesmal da. Also direkt am Tag waren sie dann da. Und die wirklich guten Sachen habe ich mir dann für später aufbewahrt und die mir dann in Ruhe angeguckt. Ja, das ergibt auch Sinn. Ich bin kein großer Twitch Streamer oder auch Gucker, muss ich sagen. Und irgendwie so das Streaming Twitch, also wieso kann ich nicht zurückspulen, wenn da gerade eine aktuell läuft? Oder so, das würde ich zum Beispiel gerne machen. Ah, ich bin mittendrin in den Run reingekommen. Da würde ich gerne dann nochmal schauen. Das ist bei Twitch ja nicht so standardmäßig möglich. Bei YouTube würde es gehen, wenn ihr da auch streamen würdet. Aber immerhin, dass die VODs sehr schnell da sind. Richtig, ich abonniere dann auch immer den GDQ-Kanal währenddessen. Mm. Ja, dann habe ich auch 800 Videos dann sofort in der Abo-Box. Ja. Und danach erstmal deabonnieren, bis es wieder soweit ist, weil die haben sehr, sehr viel zwischendrin. Ist zwar cool, aber ich will nicht nur Speedruns in meiner Box haben. Klar. Ja, wir gehen mal kurz auf den Rechner drauf. Ihr könnt direkt auf der Awesome Games Done Quick auf dem YouTube-Kanal habt ihr die Playlist. Sind fast 140 Videos hier drin vorhanden. Und wir können das mal so oder so, ich will ein bisschen reinschauen, ein bisschen so drüber quatschen. Ja. Ich habe mich, wie so häufig, sehr viel in Richtung so Souls-Likes und Horror-Games bewegt. War das so auch in deiner Richtung? Oder? Die habe ich mir weniger reingezogen. Ich war wieder mal auf den Plattformer und Awful Game Trip, sowas stehe ich ganz gerne. Ja, da sieht man, ja, da war auch, wir müssen unbedingt, da können wir es kombinieren mit Dino Break oder warte mal, wir können das hier schon mal, wo ist der, wir können das ja auch so suchen, ne? Dino Break. So, da können wir das hier mal rein. Gutes Spiel. Hattest du von Dino Break schon mal was gesehen? Zuvor nicht, aber ich habe mir den Speedrun reingezogen. Und Der Nicht-Speedrun, das kriegst du auch in einer Stunde oder sowas durch. Das hatte ich auch mal im Retro-Club vorgestellt. Ich hatte es mir angeschaut auf der Xbox. Ich habe das bei dir im Retro-Club gesehen, Und ey, also so von wegen, ja, die Dino Crisis-Fans sind stark gebeutelt. Davon, der Entwickler, der das gemacht hat, ich glaube, es war eine Person hauptsächlich oder so, die dran gesessen hat, so mit Assets zusammengebaut. Die Magnum sieht einfach mal 8 Meter groß aus und alles. Ein Low-Budget Resident Evil Dino Crisis mit verschiedenen Perspektiven-Klon gewesen, der sehr, sehr mies ist. Ja. Was, aber wenn es nur eine Person gemacht hat. Ja, aber ich finde, das sollte nicht als Entschuldigung gelten. Ne? Es ist eine Erklärung, das Spiel so ist, wie es ist. Aber letzten Endes, auch diese Person möchte dann, die Spiele macht, unser Geld haben dafür und unsere Zeit. Ja, gut. Ne? Und als Speedrun finde ich es auf jeden Fall am erträglichsten oder so. Ne? Also, wir haben auch hier gesehen, hier der Kollege, der dran saß, es war wieder viel vor Ort, aber nicht alle der Runner waren vor Ort. Ja, richtig, ne? Sie auch ist wieder so ein Mix gewesen. Aber die meisten Runs waren schon vor Ort, aber einige Ausnahmen gab es, die waren dann von zu Hause. Was auch völlig okay ist eigentlich. Das ist vollkommen genau. Das bieten wir ja auch mittlerweile an. Ja. Und das ist ja auch vollkommen sinnvoll, je nachdem, häufiger auch zuletzt mit Bahnstreiks zu kämpfen gehabt, zum Beispiel. Ja, was das Reisen auch noch mal ein bisschen schwieriger macht. Je nachdem, Hauptsache ist, dass der Run dann präsentiert das werden kann. Ja. Und es fehlt dann zwar bei den GDQs ein bisschen so die Couch und die Stimmung, wenn die nicht zu aufwendig sind. Manchmal sind die da auch schon relativ und sehr laut. Ja. Je nachdem. Das ist ab und zu bevorzugen. Ich würde auch hier empfehlen, wenn ihr
ihr das Spiel überhaupt nicht bisher kennt, sowas wie Dino Break im Awful-Blog oder zumindest in den Awful-Games nochmal gelaufen, mehr als den 20-Minuten-Speedrun oder sowas braucht ihr nicht unbedingt erleben. Weil dann habt ihr alles gesehen, was ihr dann sehen möchtet. Noch den Retro-Club vielleicht. Und den Retro-Club kann man sich gerne noch mal gönnen und dann reinschauen. Jetzt mal schauen, wie hat's angefangen? Was war der erste? Ach, Tunic, das will ich endlich mal spielen, verdammt nochmal. Ja, das habe ich auch noch nicht gespielt, aber soll sehr gut sein. Ja, es ist ja eins dieser Zelda-Likes gewesen, was auch so extra kryptisch noch war vom Spiel her, ne, wo du da reingehst und erstmal bist du komplett alleine gelassen mit sogar komplett anderer Sprache. Ja, das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, ja, das ist bestimmt extrem viel rumgepuzzelt und Rätsel machen und dann war ich schnell raus. Was, okay, also der Typ, jetzt sehe ich schon, okay, der ist schon out of bounds und bewegt sich da irgendwie, hat sich hochgedrückt an irgendwelchen mit Quit-Outs und so. Wie siehst du es hier denn mit Spielen, die du noch nicht durchgespielt hast, aber selbst spielen möchtest? Ich habe mich auch ab und zu mal erwischt, eigentlich will ich den Run jetzt nicht weiter gucken. Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht, weil ich würde es gerne nochmal selber spielen. Es kommt drauf an, also wenn ich jetzt gerade dabei bin, dieses Spiel zu spielen oder so, dann mache ich meistens, dann gucke ich mir den Run noch nicht zu Ende an. Aber bei Games, die ich noch vorhab zu spielen, da gucke ich auch schon mal Speedruns, weil so viel verraten die jetzt auch nicht, außer die Bosse. Ja, stimmt. Also in den meisten Fällen, wenn es Story-Cutscenes ist, in den meisten Fällen kannst du überspringen heutzutage. Mhm. Zum Glück gibt es das jetzt nicht mehr, dass du die da angucken musst. Aber so von wegen bei den Souls-Likes habe ich es gemerkt, dann kann ich mal den Part mal durchzeigen. Da hat sich zuletzt Lies of P vor ein paar Monaten durchgespielt. Das war natürlich nochmal vom gesteigerten Interesse, wie sich das da spielt. Aber ich habe mir zum Beispiel auch, mal gucken, ob wir das direkt suchen können. Steel Rising, da. Zum Beispiel, da habe ich mal ein bisschen länger reingeschaut. Steel Rising war ein Souls-like, was, ich glaube, 2022, ja, stimmt, steht auch 2022 rausgekommen ist. Und da musste ich im Zusammenhang zu Lies of P nochmal denken, weil es auch diese, du spielst Roboter-Thematik hat, jetzt nicht in so einem, ja, was war es bei Lies of P? Da war es mehr so das Frankreich und Polen oder so. Und hier ist es mehr Frankreich zur französischen Revolution als Roboter von Marie Antoinette, der losgeht. Ja, aber damals gab es Roboter? Natürlich. Also kannst du dich nicht daran erinnern? Nee, leider nicht. Ich hatte nie mehr als den Anfang gespielt und da habe ich so gegen der Hälfte bei dem Speedrun erstmal kurz Pause gemacht. Ich dachte, eigentlich die Locations, ich habe doch schon wieder Bock, das hier so selber zu spielen. Okay. Alles, ne? Wieder mit den typischen. Und gerade Souls-Likes als Speedruns, ich meine, die sind ja nicht nur bei uns. Das scheint ja auch ein bisschen dynamischer zu sein. Also du kannst springen und laufen, also. Ja, der Runner hier hat auch sehr viel gearbeitet mit natürlich, wo sind die Levelbegrenzungen, wie kann ich mich da nochmal hochwuchten. Okay. Kennst du ja auch von so den klassischen Souls-Runs von wegen, oh, ich kann bei Bloodborne da über dieses Gitter rüberspringen, wenn ich genau den Winkel treffe und alles. Mich wundert so, dass es so gefühlt komplett in Vergessenheit geraten ist, Steel Rising zum Beispiel, weil Lies of P jetzt alles überschrieben hat. Natürlich, aber hier sieht man es vielleicht schon, hier so Waffen-Cancel. Ja. Das war eine Sache, genau, die Bosse hier bei dem Run waren so, dass die mit einem Menü-Cancel irgendwie dann so gestaggert werden können. Okay. Und das erklärt natürlich auch, wie schnell du dann die Bosse dann wegmachen kannst. Also ich habe das Pattern raus, sondern mehr das Traversal während der Level plus dann mit diesem Stunlock die Bosse dann weghauen. Ja, interessant. Aber hier mit drin, also auch nicht der ultra längste Run, also sieht man, das kriegst du in so grob einer halben Stunde durch 37:13 dafür gewesen. Und ich glaube, die haben dann während dessen auch sehr viel nochmal, wenn wir schon bei Lies of P sind, haben wir es. Wie war das jetzt? Hattest du schon weit gespielt, durchgespielt? Nee, oder? Ich habe es noch gar nicht richtig gespielt. Ich mag dieses Gegnerdesign einfach nicht, aber das soll mich nicht abhalten davon. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen, aber es hat mich noch nicht gecatcht, sage ich mal. Okay, ey, das bleibt natürlich einem selbst überlassen, so von wegen, es hat einen ganz eigenständigen Look and Feel. Ich hätte es in anderen Formaten schon mal ausgeführt, so als Spiel selber. Es ist, glaube ich, das härteste Game, was ich selbst in den letzten Jahren durchgespielt habe. Und Dark Souls mit Sekiro, mit Bloodborne, so alles Gameplay-mäßig von Ideen mit drin verbaut. Das Kontern ist sehr wie bei... Wow!
Das Kontern ist sehr wie bei Sekiro ausgelegt, dass du sehr so rhythmisch fast schon die Bosse bewegen musst. Siehst du auch hier das Traversal, was du da machen kannst. Es fühlt sich ein bisschen mehr an wie so Dark Souls mit vielen Elementen. Dann plus Pinocchio ist jetzt ein Roboter. Ne? Ja. Und statt seiner Nase wächst sein Degen. So mit denen er die Gegner weghaut. Interessant, okay. der ist im Hintergrund hier unterwegs. Ne? Ja, sieht aus wie eine Müllhalde. Ja, ja, die ist normalerweise, man sieht die, das ist so eine Robotermüllhalde innerhalb des Spieles, aber die hast du normalerweise nur im Hintergrund, dass du da nicht drauf gehst, sondern du bist mehr bei den anderen Bauwerken unterwegs. Aber das sieht man ja häufig bei Souls-Likes, ich kenn's also von den Metroid-Speedruns, ne? Bist du einmal out of bounds und dann läufst du irgendwie auf der Architektur. Wo ist der unsichtbare Bereich, wo ich bloß nicht durch diese Wand durch kann, weil dann bin ich wieder da. Sehr interessanter. Ey, aber wenn du irgendwann mal mit dem Stil dich arrangieren kannst, so ist auf jeden Fall eines der auf jeden Fall besseren Imitate von Souls. Ja, habe ich auch schon gehört. Kurz hatte ich es auch schon gesehen, ich hatte auch in den Resi 4 Run reingeschaut, Resident Evil 4 Remake. Ja. Sehr kurz. Ja, für 2 Stunden ging schon. Ne? Also War es zwei Stunden? Ja, ja, es gab noch den Separate Ways. Also den meinte ich sehr kurz, Separate Ways. Genau, Separate Ways ist ja das Add-on. Ja, doch, stimmt, ja. Da haben sie auch hier, haben sie Leon das Liebespiraten-Outfit sieht gegeben. Ein bisschen aus wie Astorian aus Baldur's Gate. Das stimmt. Vielleicht war das so der Hintergedanke. Vielleicht, ja, auch das, wegen den Klamotten her, ne? Ja, das ist so eine Incentive gewesen. Ja. Nee, die haben beide Runs gezeigt. Hat auch noch mal zuletzt überlegt, wäre vielleicht irgendwann mal so, nachdem es mit Resident Evil 3 Remake nicht so als Speedrun sich geeignet hat, vielleicht wird das ja mal wieder nach Resi 2 Speedrun Sache, die man einüben kann. Ja, ich mochte dieses Spiel auch sehr. Aber ich muss zugeben, ich fand jetzt das Ada-Add-on nicht ganz so spannend. Kann ich verstehen. Separate Ways. Das Ada-Add-on ist ganz gut, weil wir können noch. Aber da habe ich mir den Speedrun angeschaut, der war ganz lustig. Also ich habe den hier nur ganz wenig geschaut, da habe ich den nebenbei irgendwie laufen lassen, den Resident Evil 4, aber. Mit GDQ-Outfit. Ja. Das habe ich dann geguckt. Ja, als es war sehr kurz. Als Add-on selber, das Add-on vergleichsweise ist umfangreich für ein 10-Euro Add-on, was du dir dazu holen kannst. Ja. Du kannst ja da alleine 5-6 Stunden sitzen. Natürlich mit vielen Locations, die bereits im Original gewesen sind, aber auch diese extra Bossfights und Parts, die zum Beispiel, wo die Leute gesagt haben, wo ist denn das eigentlich im Hauptspiel vom Remake? Ja, ja, ja. Und dass du das auf eine Stunde drängen kannst, ist natürlich auch. Auf jeden Fall. Und nur für einen Zehner ist es. Für den Zehner lohnt sich es auf jeden Fall, ja. Das kann man natürlich dann begleiten schauen. Der eigentliche Run, ich weiß, das originale Resident Evil 4, das konnte man ja auch so auf 1,5 Stunden drücken. Es ist ja ein mega umfangreiches Game. Ja. Allein, dass du ein 20-Stunden-Game eben auf 1,5 bis 2 Stunden dann machen kannst, ist schon was. Und jetzt hast du noch das Add-on mit einer Stunde extra. Ja, ja, ja. Schon geil. Gab's da was irgendwie so Movement-mäßiges hier? Weil den Run hatte ich noch nicht geschaut eben mit ihr, ob man was Spezielles machen kann. Das Movement-mäßig habe ich jetzt nicht großartig. Das ist so alles Execution, ne? Es ist halt sehr viele Gegner werden geskippt, was ich halt nie gemacht habe bei Resident Evil 4. Ich habe wirklich versucht, nochmal alle zu killen. Das habe ich auch gemacht. Also so dieses Klassische. Das ist halt das Klassische. Ich wusste gar nicht, dass du so viele auch skippen kannst. Teilweise kommst du ja gar nicht durch, ohne einige zu killen. Und ja, hier anscheinend beim Add-on ein bisschen weniger. Da kannst du so gut wie durch jeden durchrennen. Ja, je nachdem, wann die Trigger also sind, ne, verlangt das Spiel nur, dass du zu einer gewissen Stelle kommst oder ist da, oh, ich muss unbedingt alle Gegner besiegen, bis sie vorbei sind. So dieses in den Runs, wenn ich an die Resident Evil 2 Remake Speedrun-Zeit so zurückgehe, wo Simon und ich das da nochmal ausgiebiger gemacht haben, das war immer ein Schieß in die Kniescheibe. Ja. Und lass die dann stolpern und das wegmachen. Und das fühlt sich hier natürlich dann anders an. Dann will ich auch nochmal ergänzen, ich habe mir auch den Resi 2 Run hier angeguckt. Das war ein No-Hit, oder? Das war ein No-Hit-Run tatsächlich, ja. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Resident Evil. Sehr gespannt. Evil 2. Remake No Damage von Carcinogen hat den gemacht. Und da ist natürlich, hey, wenn ich an die No-Hit-Runs zurückdenke, die wir hier gemacht haben, extra schön die Helligkeit hochgedreht, ne? Damit man mal extra sehen kann. Das glaub ich, ist aber sehr hell. Ja, ich hätte wahrscheinlich, wenn wir das hier so gemacht hätten, für uns ganz hell, aber dann im Video nochmal runtergedreht. Ja. Aber bei einem Live-Stream kannst du das wahrscheinlich ein bisschen weniger im Nachhinein machen. Schöne Jacke. Ja, das ist die, ich weiß nicht, ob du das kaufen musstest, das Kostüm, oder ob das freischaltbar war. Das ist die, ja, okay, das nicht. Mit, die Katze ist selbst drauf gemacht, aber die rosa Jacke selbst. Ja, die kenne ich. Na? Und du hast ja noch dieses, das Elsa Walker Outfit, ne? Was der Motorradanzug von der gecancelten Variante. Auch hier, ich habe mich gleich wieder so, ich habe gleich guck mal, das Movement.
Tilt und Latsch die ganze Zeit. Ja, das ist dieses, das PC-Ding, ne? So von wegen. Geht nur auf PC? Ja, der spielt speziell auf PC, weil da kannst du es mit der Tastatur so machen. Mhm. Dass du immer dieses, wenn du in den Zielmodus gehst und dann wieder rechtzeitig raus mit dem Cancel, dann gehst du wohl gerade Treppen schneller hoch und runter. Mm, ne? Okay. Das haben Simon und ich damals nicht gemacht, weil wir einfach zu dumm dafür waren, mit Controller gespielt. Und ich muss natürlich auch noch drüber nachdenken, der hat hier mit Claire den No-Hit dran gemacht. Du weißt ja, bei Claire war es so, du musst dich eigentlich hitten lassen. Um schneller zu sein, ja. Genau, die Laufgeschwindigkeit ist bei ihr schneller, wenn sie verletzt ist. Mhm. Na, und das darf er hier nicht machen. Das bleibt hier natürlich weg. Da hätte ich halt gedacht, jetzt würde er auf jeden Fall dann Leon spielen. Weil das bringt ihn ja nichts. Aber trotzdem Claire. Es verändert vielleicht, also ich weiß nicht, ob das die Incentive, weil er spielt auch in Hardcore. Ne? Oh, im Hardcore-Modus mit allem, wo auch die Gegner einen wesentlich höheren Radius haben. Und vielleicht trotzdem, ja, da spielst du ja auch den Sherry-Part. Mhm. Ne? Mit so Verstecken und anderen Sachen machen. Das ist natürlich hier auch schwerer im Hardcore, aber vielleicht eignet er sich besser, als wenn du wieder diese Sachen mit Ada und den Hochöfen oder so dann wieder machen müsst. Mhm. Also ich kenne mich auch nur mit dem Claire-Run so aus. Aber ja, es ist auch wieder sehr spannend, ob es geschafft hat. Hatte mal in Aussicht gestellt, wenn ich getroffen werde, gibt es da extra Spenden dafür. Das checkt mal gerne selber aus. Ja, weil nicht verraten. Die Resi-Runs sind wirklich die richtig guten. Checken wir doch mal ein bisschen weiter aus. Ja, es war bunt durchgemischt, wenn wir hier angucken. Wir hatten Tunic am Anfang, SpongeBob. Es war ja ganz lustig. Ja. Ich habe aber nur da nebenbei geschaut. Ist das ist das Remake, was rausgekommen ist, ne? Oder war, nee, das war ja der komplett neue Teil vielleicht sogar. Es gab ja eins vor anderthalb Jahren oder so, oder von einem Jährchen ungefähr. Es ist halt sehr viel Out of Bounds und komisches Movement, aber es ganz nett. Guck mal, oh, es wirkt fast schon, siehst du, wenn er sich so dreht, das ist fast schon Mario Odyssey Happy, ne? Wie er sich so hochwuchtet und alles. Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist denn der SpongeBob? Da ist er wieder aufgetaucht. Hey. Hast du mal, wenn ich das hier sehe, natürlich noch nichts mit Speedrun so ganz zu tun, aber hast du Penny's Big Break, glaube ich, heißt das im Auge? Nee. Das ist das neue Spiel von den Sonic Mania-Machern. Okay. Die machen jetzt ein Spiel ohne Sega und die machen 3D-Jump'n'Run, was so ein bisschen an Nintendo-Jump'n'Runs erinnert, so Mario Sunshine-Style. Okay. So ein bisschen. Und aber mit ganz eigenem Look und so weiter. Und ich glaube, weil die Sonic Mania so gut gemacht haben, das könnte ein sehr gutes Spiel an sich werden. Okay, ich bin gespannt. Muss mal checken. Wann soll denn das kommen? Sollte im Laufe des Jahres, ich weiß nicht, ob es ein konkretes Datum gibt, aber 2024 dann noch rauskommen. Was denkst du eigentlich, wenn wir das hier so sehen? Wir hatten es ja bestimmt schon mal so durchdiskutiert, aber Leute, die da neu dann nochmal hinzukommen, Out of Bounds Speedruns. Also ich finde das super gut. Also wenn wir das jetzt so gucken, ohne Sound und so, wenn wir nicht wissen, was passiert, sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, aber ich finde das halt mega spannend, wenn man weiß, warum diese Sachen passieren, wenn der Runner auch noch erklärt, wie er das macht und so. Ich mag so eine Runs ziemlich gerne. Ja, wir hatten es ja hier mit den Gothic Runs zum Beispiel wo sehr viel Out of Bounds gemacht, wo auch erklärt wird, hey, ich muss da Geschwindigkeit aufbauen, ich muss mich hier an der Seite dadurch bewegen. Es kann schwierig sein, bei dem hier geht's noch, finde ich, wenn man so drauf guckt, aber schwieriger wird's, wenn du sowas wie die Metroid Runs hast, ne? Wo du teilweise, okay, du bist in der Ego-Perspektive, alles nochmal ein bisschen Metroid enger. Prime 2 fand ich sehr gut zum Beispiel. Das hatten sie hier auch genau von Mr. Miguel. Hoffentlich kommt dieses Jahr das Remaster raus. Letztes Jahr hatten wir ja recht früh Metroid Prime 1. Und das war gut. Das war super auf der Switch. Mhm. Das sieht ja immer noch sehr gut aus, ne? Ja. Das ist die GameCube-Version, die er spielt. Das ist das Game, was ich damals nie durchgezockt habe. Ich habe es ungefähr bis zur Hälfte gespielt und dann leider nie durchgezockt. Das Ding ist bei Metroid Prime 2, es ist wirklich mega hart. Ja. Auch selbst wenn du gewöhnt bist, wie das Game funktioniert, insbesondere mit diesem, du wechselst in die andere Ebene, dann hast du sofort Energieverluste direkt am Anfang und alles ist ultra hart. Ja, vor allem das Problem bei mir war, also ich hatte irgendwie, ich hab's gespielt und dann eine Woche oder eineinhalb Wochen Pause gemacht und dann wieder reingeschaut und ich wusste gar nichts mehr. Ich habe mich überhaupt nicht orientieren können. Das war ziemlich schwer bei dem Game. Aber ich würde hoffen mal, wenn dann, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es auch noch mal wie Metroid Prime 1 jetzt auf der Switch auflegen oder Switch 2, je nachdem, was auch immer, dann kommen wird. Dann werde ich es mir auch noch mal anschauen. Ja, wenn du es mal mit Twin Stick vernünftig jetzt hier spielen kannst. Wobei, man muss sagen, wenn ich es auf der Wii gespielt habe, ich fand auch die Zeigersteuerung gar nicht mal so schlecht gemacht. Okay, habe ich nicht probiert. Das ergänzend zu Metroid Prime 1 Remaster auf der Switch. Da finde ich die Zeigersteuerung nicht ganz so gut, weil die Joy-Cons nicht so gut wie die Wii-Fernbedienung sind. Ah, okay. Die
Joy-Cons sind ja nur mit Bewegungssteuerung. Mhm. Und bei der Wii-Fernbedienung hattest du ja auch noch die Sensorbar. Ja. Die war ein bisschen detaillierter. Okay. Also du konntest genauer damit zielen, fand ich, als jetzt das. Dann habe ich lieber Twin-Stick gemacht mit der Auflage. Nintendo wird schon richten. Und ich hoffe, dass sie vorbereitend auf Metroid Prime 4, wenn es irgendwann mal 2034 rauskommt. Dass wir das so früh werden. Schon? Ja, hier nochmal auch speziell, das ist eben auch, wo sehr viel mit Out of Bounds gearbeitet wird. Und da wird jetzt, wo wir hier im Studio nicht die Erklärungen und so weiter dann gucken, das ist etwas, was man schwieriger nebenbei laufen lassen kann. Ja. Da musst du echt aktiv gucken und schauen, was ist hier die Erklärung, vor allem, weil es so Metroidvania-mäßig verbunden ist. Selbst so willst du nicht direkt beim Zuschauen, wie alles mit zusammenhängt, richtig, wenn jemand es dir nicht erklärt. Und hier auch noch, guck mal, ich fall hier dazwischen, dann kann ich da durch die Wand gucken. Ja. Wenn ich da jetzt hier kurz an der Seite baller, ich kann es auch nachvollziehen, wenn ein paar Leute da draußen sagen, mir ist das zu aufwendig. Ja, klar. Manchen Leuten gefallen so eine Runs ja auch nicht so mit Out of Bounds oder generell Glitches, aber das gehört dazu. Ja, genau. Also, dafür gibt es eben die verschiedenen Kategorien. Richtig, ja. Und es, gerade so ein Showcase wie AGDQ ist natürlich dann die Gelegenheit, das hier mal zu zeigen. Wir hatten ja im letzten, was? Doch letztes Jahr mit Elden Ring oder war schon vorletztes. Auf jeden Fall, wir hatten ja verschiedene Varianten. Wir hatten ja einen, den ganz schnellen Run, wo du dann entsprechend dann viel mit den Skips dann ausnutzen konntest oder wo wir auch mal All Remembrances gesehen haben. Ja. Und da sieht man, wie unterschiedlich die herangehen sollen. Das ist das und No Glitches hatten wir auch, also wir hatten eben alles schon drin. Stellt euch wie so Leichtathletik-WM oder sowas vor, ne? 100-Meter-Lauf gegen 10 Kilometer Ausdauer oder so. Ne? Und da gibt's alle Existenzberechtigungen. So, Silent Hill müssen wir nicht unbedingt nochmal anmachen. Gucken wir mal, wo der Awful-Block gewesen ist. Der ist ja immer so ein bisschen. Kannst du noch mal in Arkanoid rein? Hast du den gesehen? Oh, ich glaube, hatte ich den angemacht? Den hatte ich laufen und Alter, der war richtig thick. Ja, womit hat er gespielt? Mit Drehregler wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube, Klassik. Ist es die NES? Ja, ja, und die ist halt mega hart. Ja, warte mal, wir spulen mal ein bisschen vor. Also, ja. Arkanoid, ich mag diese Brickbreaker-Sachen sehr gerne. Ich komme ja noch aus der Breakout-Generation und alles. Allerdings, das Ding ist es eben, ich möchte mit dem Drehregler spielen. Ne? Okay, okay. Damit du analoge Bewegungen hast. Das hast du natürlich hier nicht mit der NES-Version, sondern du musst sehr vorsichtig aufpassen. Es sei denn, der hat irgendwie so einen Spezialcontroller sich hingelegt aus Japan, whatever. Weiß ich nicht. Ich glaube, er spielt einen normalen. Es scheint aber analog zu sein. Siehst du, wie sich das Pedal da unten bewegt? Es ist nicht der in der Mitte, es ist links. Ach so. Nee, aber ich meine das Pedal im Gameplay. Ja, vielleicht. Ja. Wir können ja mal schauen, was er uns hier in der Introduction zeigt. Das ist der in der Mitte, meinst du, ne? Nee, ganz links. Das ist der hier spielt. Genau. Da sieht man seine Hände natürlich nicht. Zeigst du uns hier noch einen Ach nee, das ist der Countdown. Ich glaube, das zeigt Controller, mein Freund. Was steht denn in der Beschreibung sonst vom Run? Any percent, einfach. Nee, für so normal, einfach mit dem Oh Gott. Das ist richtig hart. Also, Holy shit. Das ist so schnell und er ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, die das Spiel überhaupt durchspielen können, sagt er. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, es scheint für mich analog Bewegung zu sein. Vielleicht gab es so einen Drehregler in Japan für das Famicom oder sowas. Aber kann ich sehr empfehlen, den Run. Der geht auch nicht allzu lang, aber wow, die späteren Level sind wirklich hardcore und so schnell. Ja, man sieht so ein bisschen so was. Du hast halt ein paar Bricks, die nicht kaputt gehen. Ja. Später und die. Das sind die gelben, glaube ich, hier zum Beispiel. Ja, genau. Krasse Frisur von dem Typen da ganz rechts. Ja, ich glaube, das ist sein Bruder tatsächlich, der ihn immer zugucken musste. Ja, Mann. Es gibt, ich hatte das auch mal im Retro-Club vorgestellt, das ist ja ein Taito-Game, Arkanoid, und es gibt ja dieses Taito Mini E-Grad, diesen Miniaturautomaten, wie das Neo Geo Mini und so weiter, aber bei dem kannst du den Bildschirm auf Hochkant drehen. Ah, okay. Und da ist ein Add-on-Pack für Arkanoid mit dabei, dann kriegst du das als Karte, was du reinpacken kannst, mit einem eigenen Drehregler. Ah, nice. Und einem, es gibt auch ein, wer ist nochmal, ein Trackball, könntest du auch alternativ spielen. Okay. Die würde ich mir gerne zulegen, sind ein bisschen teuer. Ich habe schon das Hauptgerät. Aber Arkanoid kann ich mir gut vorstellen. Ey, für sowas, ein geiler Drehregler oder ein gutes Pad oder sowas, das würde echt einen Unterschied machen für solche Spiele. Weil rein digital finde ich, beim Atari ging es doch auch. Ja. Ne? Warum ist das hier? Oh, das ist der Endboss hier. Ja. Ich habe das Spiel ganz viel auf dem Gameboy damals gezockt. Mhm. Mit diesem kleinen Mario, der da reinspringt in den Raumschiff. Oh, was? War Alleyway das eigene von Nintendo? Was auch so ich glaube, aber es war halt eigentlich Arkanoid. Ja. Da müsste es Alleyway gewesen sein. Ja, es war Alleyway, ja. Ja.
Und dann haben sie Do hier besiegt. Hey, Brickbreaker Games, die Zukunft. Richtig gut, auf jeden Fall. Die ganz, ganz große Zukunft. Guck mal hier, Dead Space. Habe ich mir nicht nochmal angeguckt, weil ich habe es über Weihnachten nochmal durchgespielt. Okay. Ich habe das Remake nochmal durchgespielt. Ist das der erste? Xbox. Okay. Das ist das Remake vom ersten, ja. Okay, okay. Aber ja, vielleicht sollte ich nochmal reinschauen. Ich habe nochmal meine 20 Stunden oder so bestimmt dafür gebraucht. Any Percent Unrestricted Story auf dem PC. Und ich habe Dead Space 2 nochmal gespielt auf der Xbox. Ja, ah, okay. Die läuft auf der Series X mit 60 Frames, die Xbox-Version, nice, nice. Was ganz cool ist. Der zweite ist auch der beste eigentlich, glaube ich, oder? Ja, habe ich auch jetzt hier wieder gemerkt. Wobei, das Remake ist auch schon ganz geil. Mhm. Sagen, da würde ich auch hoffen, dass die dann, dass es erfolgreich genug gewesen ist, dass der zweite Teil, man sieht trotzdem mal, der Run auch 2 Stunden lang eben. Mhm. Ja? Ganz so kurz. Auch ein Resultat, gerade bei solchen Spielen wie Dead Space, die Cutscenes sind ja integriert in den Ablauf. Du hast jetzt nicht, oh, jetzt beginnt die Cutscene und Skip und so weiter, sondern du siehst ja alles aus der Perspektive von Isaac oder Overshoulder. Das heißt also, jeder geht um dich drum herum und spricht. Das kannst du nicht erbrechen. Ja. Deshalb bist du damit drin. Ach, wie gut ist das? Das gute alte Dead Space, Panic Restaurant, ein bisschen Oldschool-Sachen. Dino Break hatten wir. Oh, 40 Hammer, Warhammer, 40 Hammer. Warhammer 40k Bolt Gun. Kennst du das Spiel? Ich glaube nicht. Also ein. Ach doch, 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 klar kenne ich den. Ja, jetzt, wo ich das sehe, kenne ich das. Ja, doch, wie, doch, man, doch. Wie man heutzutage sagt, ein Boomer-Shooter sozusagen. Mag ich sehr gerne. Aber auch gerade hier, ich habe nicht viel am Hut mit dem 40k-Universum, aber war für mich so eine echt nette Überraschung. Inklusive so Traversal, du wuchtest dich mit der Kettensäge wie so eine Art Enterhaken zu Gegnern, damit du sie auch nochmal durchsägen kannst. Also gleichzeitig bewegen und Gegner killen. Und es ist echt ein ganz cooles Game. Ja, also das sind auch so Shooter, die ich wirklich gerne mag. So ein bisschen Sci-Fi, also nicht zu realistisch mit krassen Movement, geilen Waffen. Und die Grafik sieht cool aus, so ein netter Pixel-Style. Ja, genau. So, also, man muss mal gucken, wie ist die Mischung, um Pixel. Und ich glaube, die Mucke in dem Game ist auch ziemlich geil. Ja, das haben sie sehr gut hinbekommen. Kann ich echt empfehlen, war eine schöne Überraschung letztes Jahr. Die Level sind sehr lang. Muss man sagen, für die Leute, die gewöhnt sind, so altes Doom, oh, 4 Minuten Level und dann war es das. Bis teilweise so 20, 30 Minuten oder in den Leveln. Muss mal gucken, dass man so diesen Flow. Ja, abfängt. Final Doom gab es hier, glaube ich, auch, was auch ziemlich nice war. Ja, können wir auch gleich mal hingehen. Übrigens ein virtueller Avatar, das haben wir natürlich auch nochmal häufig. Natürlich. Jetzt hier. Machen wir für uns auch irgendwann mal, ne? Oh ja. Dann müssen wir nicht mehr hier sitzen. Ich möchte auch so coole Hasenohren haben, ich oder? Ich möchte exakt genau diesen Avatar haben. Und du bist dann der kleine Wolf hier. Okay. Ne? Warte mal, wir hatten Final Doom, hatten wir doch hier irgendwo nochmal gesehen. 2016 habe ich mir Ultimate Doom da. Ah ja, genau. Sag ich doch. 2016, das Doom habe ich mir ja auch nochmal angeschaut. Mhm. Ach, Doom ist aber auch geil, ey. Ja, macht immer wieder Spaß. Das ist echt top. Da musst du auch vor allem, die Geschwindigkeit kann irgendwann mal wirklich riesig, also richtig hoch sein. Gerade bei so Doom-Shooter oder ich kann mich noch an die Half-Life-Speedruns erinnern. Da wird dir ja auch schwindelig, wenn du nicht aufpasst. Ja. Aber bei Half-Life ist auch eine Sache, weil der viel muss man da auch auf den Boden gucken. Da wird einem extra schwindelig noch. Ja, also von wegen aus hier Framerate sparen, auf den Boden gucken. Ähnlich wie bei GoldenEye damals. Mhm. Ja, bei Man64 kannst du eh nicht sicher sein mit dem hier. Ja, das könnt ihr euch auch immer gerne machen. Ich gucke nochmal nach dem anderen Doom. Nee, Doom 2016 bitte. Ach, die ganzen Comments. Da, 2016. Das hatten wir hier ja auch vor vielen, vielen Jahren mal. Von Henny Kay, meine ich. Von Henny Kay war es gewesen, genau. Da haben wir auch so ein bisschen Out of Bounds gesehen. Das ist einfach ein geiles Spiel. Ja. Also richtig, mir persönlich gefällt es auch ein kleines bisschen mehr als Doom Eternal, muss ich persönlich zugeben. Doom Eternal natürlich auch ein großartiges Spiel, aber es war teilweise dann so knackig und es waren wieder 5000 Gegner auf einmal. Das war auch wirklich ein Game, was wir wieder gebraucht haben, so ein Doom, weil es kam dann lange nicht mehr so ein Game raus. Mhm. Und als das neue dann kam, dann, das war genau richtig eigentlich, hat echt gebockt. Ja, aber man merkt den Unterschied, dass es eben... Als das hier rauskam, du hattest natürlich sehr viel von den AAA-Ego-Shootern,
Die haben sich an Call of Duty orientiert. Richtig, ja. Wir machen ein bisschen schlauchigere Level. Lass uns mal hier die Story-Cutscene machen. Lass uns da mal einen Cover-Shooter machen. Das war Doom pur. Ja, mit so endlich richtig, wieder. Genau, auseinanderreißen. So die Geschwindigkeit ist hoch. Der Soundtrack ist geil. Ne? Du hattest sehr viel. Es hat sich fast schon Multiplayer-mäßig angefühlt, weil man sieht's hier, ne? In manchen Parts, wo du gewesen bist, bist du dann so reingekommen, wo fast schon du bist eingesperrt mit Monstern. Oder sind die Monster eingesperrt mit mir? Haha. Und dann erledigt man sie, wie als ob es so eine Multiplayer-Map wäre. Das haben sie eigentlich sehr, sehr cool zusammengemischt. Und auch hier, also ich weiß nicht, inwiefern der Run sich natürlich so orientiert, es ist ein, was haben wir hier? Any percent? 100% Nightmare. Ach du meine Güte. Oha. Inklusive aller Sachen, die gefunden werden. Mhm. Spiel wahrscheinlich dann auch auf dem PC, kann ich mir vorstellen. Wie er sich von dem Henny K. Run bei uns unterscheidet, weil da auch ein bisschen out of bounds war. Aber es lohnt sich immer, diese Sache. Auch wenn es 2,5 Stunden sind, bei 100%. Aber hat man schön viel zu schauen. Da hat man echt schön viel zu schauen. Lass uns mal ein kleines Päuschen machen. Mhm. Kurz mal durchatmen und wenn wir wieder zurück sind, dann checken wir noch mehr Runs vom AGDQ aus. Bis gleich. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen? Ach Quatsch, das ist Chili-Sin-Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder zurück bei Speedrandale. Recap AGDQ 2024 ist angesagt. Wir haben schon ein paar Kreuz- und Querspiele uns angeguckt. Mhm. Sehr ein paar interessante Runs. Lass uns mal zu den Awful Games. Oh ja, übergehen. Mein Lieblingsblock. Und ich schmeiß mal einen absoluten Klassiker vom Sega Saturn hier rein, nämlich das Spiel mit der besten Framerate, hat eine Framerate von 4 oder 5. Ich glaube, das ist Bloodborne jetzt, oder? Das ist, ja, eindeutig. Das ist Bloodborne, aber auf Low Settings. Das sieht man hier. Ja, cool. Virtual Highlight. Ach, dieses Game. Ey, Highlight ist eine japanische Rollenspielserie, gab es schon auf alten Computern, NES und so weiter, für die Sega Saturn-Umsetzung. Mhm. Ich weiß nicht, wen es geritten hat, dann ein quasi Randomizer-RPG draus zu machen mit realistischen Figuren und einer Framerate von tatsächlich 4 bis 5 Frames. Ja. Das ist einstellig. Hattest du das Game damals? Ja. Ich auch. Das. Und als ich das gespielt habe, das war eine Frechheit. Ich wollte es sofort ausmachen. Es ist eine ziemliche Frechheit. Also ich mag meinen Saturn wirklich echt sehr gerne. Und er hat auch viele tolle Spiele, auch im RPG-Bereich. Mhm. Shining the Holy Ark ist fantastisch. Die Shining Forces für Strategiefans und so weiter. Kannst du alles echt cool spielen. Aber das Ding hier ist eben, oh Gott, ey. A piece of fucking dog shit, wie der Angry Video Game Nerd sagen würde. Liebevoll. Liebevoll, ja. Liebevoll sagen würde. Für den Run hier, dieses Game funktioniert dann auch so, ihr seht grundsätzlich, wie es abläuft, also Third-Person-RPG mit Dungeons, mit allem drum und dran, Echtzeitkämpfen und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich random generated, weil du einen Seed dann dich für einen Seed entscheidest, womit dann die Welt generiert wird. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Framerate so scheiße ist am Ende. Und die haben sich für einen bestimmten Seed hier entschieden. Genau, man sieht es, Any Percent Fixed Seed. Also wenn ihr das nachspielen wollt, exakt gleich, ist es, glaube ich, dann nochmal angegeben, welches Nachspielen? Seed. Seid ihr verrückt? Guckt es euch lieber an. Dass ihr exakt den gleichen Run. Also dieses Spiel ist zwar schrecklich, aber der Speedrun ist super gut und lustig. Also das könnt ihr euch wirklich gerne reinziehen. Das Speedrun macht enorm viel Fun. Ja, ja, ja. Was du dir da auch überlegen musst, okay, wann muss ich welche Inputs machen, damit die Grafik hinterherkommt? Ja. Was ist denn das hier? Ja, das habe ich noch nie gesehen, diese Area. Aber okay, wenn jemand erklärt, was da passiert und vor allem, wenn jemand das kann, dann ist es echt lustig. Ja, also und wenn ihr euch bewerben wollt, ihr wisst Bescheid, ja, macht das gerne bei uns im Virtual Highlight. Ja, wir hatten noch keinen Virtual Highlight bei Speedrun. Da würden wir hier ein Race dann machen. Race to the bottom. Aber wir haben natürlich noch hier einiges mehr. Müssen wir mal gucken, wo dann die... Der Last Ninja war ganz geil. Das kannst du mal kurz anmachen. So, war ein richtig schäbiger NES-Titel. Und du bist halt ein Ninja, aber du machst nicht wirklich viel Ninja-Kram eigentlich.
Also da müssen wir nochmal konkret drüber reden, Sia. Ja? The Last Ninja 2, worauf The Last Ninja auf dem NES basiert, ist eines meiner Lieblingsspiele vom C64. Okay. Das war, also, ja, es ist kein besonders gutes Spiel unter heutigen Sensibilitäten. Auf dem C64er war es auch noch ein richtiger Hingucker, C64-Technik. Der NES-Port hier wirkt nicht ganz so visuell hübsch, sagen wir mal, wie die 64er-Version. Hat auch einen geilen Soundtrack und alles. Aber hässlich ist das Spiel ja nicht. Nee, aber das C64 sieht noch mal einen kleinen Tacken besser aus. Okay. Rein spielerisch ist es schon sehr arschig. Ja. Ne? Und auch hier, das ist so der berühmte erste Level, wie kann man hier hochklettern? Manchmal reicht es, dass du einen Sprung ein bisschen misstimes und bist dann wieder komplett am Anfang. Eine ganz berühmte Stelle, hat auch der Videogame Nerd, glaube ich, mal gerade zur NES-Version ein Video gemacht, wo man über, jetzt müsste das kommen, wenn ihr über den Teich gleich springen musst. Ach ja, genau. Genau. Ja. Und das waren so Sachen, ich hab's, ich glaube, es ist im vierten oder fünften, ja genau. Das hier. Das hier. So. Okay, wenn du einem anderen Frame wärst, anderen Pixel, hättest du das nicht geschafft. Ja, das jetzt soll nach, unmöglich sein, das sagt Das sah jetzt nach super easy aus. Ja. Das ist so gut wie unmöglich. Ich hab's bis zum vierten oder fünften Level als Kind geschafft und C64 aber nie durch. Ich akzeptiere, dass es hier im Awful-Block drin ist, aber das Kind in mir schreit ein kleines wenig. Ja, ist okay. Ich meine, Altered Beast gilt ja auch als Awful-Game. Das stimmt, ja. Ich find's awesome. Ja, ey, was ist auch im Auge des Betrachters. Natürlich. Muss hier das Boot natürlich übrigens aktivieren, ansonsten kannst du nicht drüber springen, bis du dann fertig bist. Aber wie haben sie den Endboss gemacht? Interessant, da musst du ja diese Kerzen anmachen am Ende. Ja, ja, genau. Ja, ja. Auftauchen. Und auch, ey, sobald du einmal im Gegner dran bist, diese Zimtschnecken da unten sind die Energieleisten. Ja. Einmal von dir und einmal vom Gegner. Und du musst, glaube ich, jetzt hier für den Endboss, genau, es erscheinen Ninja-Geister, die du ab und zu mal bekämpfen und hauen musst, während du nach Möglichkeit die elegant die Kerzen beim Pentagramm hier anzündest. Den Typ noch kurz in die Balls gekickt. Ja. Ah, er muss in der Mitte sterben, genau, so war das. Genau, aber das schafft er jetzt hier. Ja. Hey. Guck mal, wie leicht das aussehen kann. Mach, dann macht er noch ein bisschen hier ein Teabagging. Congratulations, du hast es geschafft. Nice. The teachings of the ninjutsu can resume and continue without harm. wir müssen natürlich aber auch Skull Island Rise of Kong erwähnen. Das möchte ich tatsächlich gern nochmal spielen. Das gilt ja als eines der miesesten Games. Aber es ist super schnell. Ja, schaust du ja an das Traversal. Ja. Es wirkt fast schon so, also natürlich, klar, das ist ein ganz anderer filmischer Charakter. Hier, ich musste so ein kleines bisschen an die Hulk-Spiele von der PS2 oder so denken, weil du auch so ein bisschen so affenmäßig unterwegs bist da teilweise. Ja, das ist bekannterweise ja das Lizenzspiel. Ich glaube, das Entwicklerteam hat auch so ein anderes bekanntes, mieses Game gemacht. Mhm. Und da waren diese ganzen Memes noch mal im Internet gewesen, als er rausgekommen ist, wo so halbfertige Cutscenes gewesen sind, wo das Gameplay nicht so gut funktioniert hat. Als Run macht sowas aber natürlich noch mal einen kleinen Tacken mehr Spaß. Aber gehen wir mal hier rein. Schau's dir an. Ja. Da hat er den Boost sich hier freigeschaltet. Gespielt hast du selber noch nicht, ne? Nee. Ich hab's nebenbei hier laufen lassen und hab gesehen, ey, das ist ziemlich schnell. Alter, was geht da auf der Couch? Schau dir das an. Ja. Direkt da angezogen. Eins, was mir aufgefallen ist jetzt hier nochmal, ihr seht es ja so, wenn wir hier deren Fensterzusammenstellung hier sehen. Jetzt sind nochmal konkret, jetzt nicht bei diesem Spiel, aber oben wird nochmal angezeigt natürlich, wann der Run dann stattgefunden hat live, aber auch manchmal so, hey, übrigens, das ist jetzt ein Splatter-Spiel. So ja, ab 18 Warnung oder ja, sowas. Ja, ja. Was natürlich nett ist. Natürlich, weil viele Kinder auch gerne sowas zuschauen. Genau, und es ist ja nicht so, dass dann Twitch sagt, okay, hier, wir können gar keinen ab 18 Content zeigen, weil irgendwo ist immer nachmittags auf der ganzen Welt, wenn zuschauen. Das ist immerhin für die Leute im Stream diese Info da ist. Wenn du es als YouTube-Video anklickst, weißt du wahrscheinlich, dass jetzt mit Resident Evil 4 ein Splatter-Spiel kommt. Das müsste eine andere Warnung haben, wahrscheinlich hier, so Trigger Warning. it's monkey-tastic. So, was haben wir denn noch hier? Last Ninja, Brilliant Bob. What the fuck is Brilliant Bob? Was war das noch gleich? Let's check it out. Oh. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Okay, aber sowas kann natürlich auch Spaß machen. Bei den Games bin ich mir nicht sicher, sind die bewusst auf so gemacht worden, wie sie sind. Na, also nicht, dass die wollten so ein Meme-Game erschaffen. Was auch noch mal. Also ich weiß nicht, ob es bei diesem Spiel der Fall ist, aber es gibt ja so die manchen Kandidaten so von wegen, es ist bewusst nicht mit guter Technik oder gutem Sprungverhalten. Er macht Pause und dann wird er hochgeschleudert. Ja. Ganz cooler Glitch eigentlich.
Beetlejuice, Testbot, okay, Testbot. Das habe ich gesehen, das war ziemlich geil. Da habe ich da reingeschaut, ja, da können wir natürlich. Der Duango, da können wir unser Boy. Unser Boy, genau, Duango, unser Repräsentant diesmal. Hier, Super Metroid geht natürlich immer. Oh ja. Hier gerade der Test Run nochmal aufwendig gemacht. Ich glaube, die hatten hier was Spezielles gemacht, dass der Run mittendrin adaptiert werden kann. Man sieht unten Save the Animals, Kill the Animals. Mhm. Die konnten während des Runs voten, also je nachdem, ja, ob die gesaved werden können. Und wir wissen ja bei dem Test Run, das ist ja eigentlich vorab festgelegt, ja, damit das Programm da abgespult wird. Hier war das wahrscheinlich mitten. Es ist bis zu einer Stelle schon vorprogrammiert. Genau, dann kann, ne, man bestimmte Eingaben machen und dann würde in er sich Theorie, für den Weg entscheiden. Wir sehen es ja auch, also als Duango bei uns gewesen ist, hat er ja auch seinen Laptop dabei gehabt, um direkt mit den Scripts da zu arbeiten. Und je nachdem, wahrscheinlich so vom Voting her, was sehr knapp ist, also, und wer will, ganz ehrlich, wollte wirklich die Animals saven, weil es geht immer um die Frames. Ja, sagen, wir wollen, aber es ist immerhin der Testbot. Es ist der Testbot. Er macht so schnell, wie es geht. Der Testbot wird nicht an dem Rekord scheitern, ja, ne, welche, wenn es in eine gewisse Richtung dann geht. Aber das ist ja Damage-Boost, das tickt teilweise. Dass der sowieso, ne? Also selbst, wir hatten ja hier auch noch mal etliche normale Runs, nennen wir es mhm, also von Menschen gespielte Runs mit Super Metroid. Was noch mal eher möglich ist, ist natürlich durch den Testbot. Ich finde auch weiterhin, Super Metroid ist eins der Spiele mit dem präzisesten Movement, wenn du drauf hast, die Steuerung. Man sieht einfach, ja, wie viel enorm da noch mal drinsteckt. Ja. Duango und die Kollegen, oder hier gerade in der Mitte, der, ich glaube, es müsste der Ersteller sein vom Run selber, mhm, hat er noch mal so von wegen erklärt, okay, wir machen auch Item Manipulation und alles, je nachdem, die genaue Anzahl an Raketen, die wir brauchen. Ja. Hier so ein Damage Boost quer durch die Architektur, ja, da drüber. Siehst du in normalen Runs nicht? Nee, so in der Form nicht. Ja. Bei Test Runs hatten wir es ja auch schon mal erklärt, viele von den Test Runs helfen auch bei normalen Speedruns, dass Leute sich trotzdem mal versuchen, diese Tricks herauszufinden. Ja. Eigentlich ist es nicht von Menschen möglich, aber lass mal versuchen, auf einmal werden Wege gefunden. Genau, genau. Es gibt Manipulationen, dann ist es doch möglich. Ja, check gerne die Testbot-Runs. Ja, unbedingt gucken. Kanal sehr, sehr geil. Ist auch schon ein bisschen her, wo wir das letzte Mal Tia Duango und die erweiterte Familie, ja, da hatten. Da haben wir ja so einen ganz echt netten Smash Brothers Showcase. Ja, war sehr geil. Aber check gerne die Sachen aus. Das ist immer sehr interessant und sehr spannend gewesen. Sneaking haben sie hier mit dabei. Leider nie in Deutschland rausgekommen. Du warum brauchst wohl? Ja, also ich meine, Burger King haben wir hier auch. Ja. Wem das nicht bewusst, das ist Metal Gear für coole Leute. Aber statt Solid Snake seid ihr Solid Mageninhalt. Für mich das drittbeste Metal Gear. Vor noch den anderen Burger King Spielen. Dann, ne? es gab in Amerika so vor vielen, vielen Jahren zur 360-Zeit eine Promo-Aktion, wo drei Spiele, Xbox 360-Spiele für Burger King gemacht wurden. Darunter ist Sneak King, mhm, was quasi das Burger King-Maskottchen als Stealth-Action Protagonist. Ja, du musst dich an die Leute ranschleichen und denen Burger geben. Exakt, ja. Und du musst das, natürlich darauf achten, worauf die Bock haben. Das siehst du ja an den Gedankenblasen da. Genau, du musst dann aufpassen, dass die richtigen Sachen dann da hinkommen. Mhm. Und natürlich, dann entdecken sie sich zwar, aber sind froh darüber, dass sie den Burger gekriegt, ja, haben. Vorher werden sie wahrscheinlich dann extra sauer. Die achten, oh, ich will einen Burger haben. Ich gucke, was, wirklich einen Burger für mich? Tada! Einmal für dich hier und natürlich. Wo holt er die Burger eigentlich raus? Aus der Tasche? Fertig? Er ist ein König, ja. Er wird schon wissen. Er hat diese Tasche, wo unendlich Burger drin sind. Ah. Er kann die aus der Luft sich so manifestieren. Okay. Ich meine leider, dass die Versionen, da sie in Europa nicht rausgekommen sind, nicht länderfree sind, dass, okay, man die auf einer 360 hierzulande spielen kann. Sonst hätte ich mir die auch mal bei Zeiten geholt. Hier ist noch zwei weitere. Ich glaube, so ein Kartspiel und noch ein anderes. Ich weiß leider nicht, was das andere gewesen ist. Aber Sneaking ist natürlich die Königsdisziplin. Auf jeden Fall auch sympathischer als Solid Snake, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Und man sieht bei den Runnern hier nochmal. Sie haben natürlich auch hier die Burger King Shirts. Natürlich. Ist das eine richtige Jacke hier? Ich glaube. Ja, haben wir die mal in groß, die Leute hier? Nee, die sind nur mit dem Fenster jetzt hier drin, aber die kriegen die Kronen plus die, da. The Pizza hat Kentucky Fried Chicken in the Pizza. Er verteilt in alle Games. Oh nein. Ist das eine Drohung oder was du da machst? Jeder kriegt ein Game hier. Ich hatte ein Video bei YouTube gesehen, da gibt es auch jemanden, der die sammelt. Der hat irgendwie so 1000 Ausgaben davon. Okay. Wo er immer wieder eins mitgenommen hat oder wo die dann verramscht wurden. Wahrscheinlich ist das mittlerweile teuer geworden, ne? Wenn die ganzen Exemplare dann so raus sind. Ey, das ist auch, das mache ich fertig. Hier, ich schleiche mich ja nicht an. Ein Burger für dich. Herzverfettung. Und der, macht, er danzt auch noch.
Ja, und nice. Dann kommt er hier raus. Fort Boyard. Ach Gott, nee, da müssen wir nicht rein. Oh Gott, auch nochmal ein richtig hier. The Dead kannst du mal kurz anmachen. The Dead. Das habe ich nicht gesehen. Das hatten wir schon mal im Orphel-Blog und das habe ich schon mal. Ja. Der größte Sprite ever. Doch. Jetzt klingt es so ein bisschen was. Ist fast so groß, das Sprite. Naja, größer natürlich als, wie ist es, Chinese Warrior auf der PC Engine? So das große Bruce Lee Sprite. Ja. Da gibt's ja auch so ein. Oder kennst du noch Art of Fighting? Da waren die Sprites, natürlich, wenn die nah dran sind, auch so riesig. Natürlich, die wurden dann extra reingezoomt. Ja. Alter Verwalter. Better Gamer Percent, okay? Okay, was auch immer das heißt. Sie waren in Amerika, wann war das? Um 18 Uhr irgendwas oder so? Noch nicht so viele Zuschauer hier dafür. Kann aber natürlich mitten in der Nacht dann für sie gewesen sein. It's a great map of the dead. Wann kam das raus? 2021. Müssen man sich nochmal zulegen. Wie sieht der finale Boss hier aus? Oh, schau es dir an. Das geht richtig ab. Das ist ja wie Dragon Ball. The Dead. Das ist schon zu Ende. Das war der. Das ist der Abspiel. Ist das der Bosskampf? Ja, doch. Ja. Der Style hat was, ne? Wann machen wir mal einen Race? Gregor? In The Dead Race? Ja. Ja, das können wir natürlich in. Wir müssen erstmal ausführlich trainieren. Ja. Und dann spielen wir natürlich noch Ninja Gaiden hinterher. Oh, glaub, ja. Da ist der Awful Block vorbei. Ja. Dann geht der NES. Obwohl, das ist die Master-System. Ja, das ist weiter auch. Oder die Game Gear-Version, besser gesagt, hier. Ja. Alter, spielt das mit dem Game Gear-Adapter wahrscheinlich, ne? Mit so, ich kenne es nicht auf dem Game Gear tatsächlich. Ja, ist es Awful? Ich glaube nicht, dass es zu dem Awful jetzt hier zählt. Ne? Ja? Also, ich habe die Master-System-Ausgabe ein bisschen gespielt. Die ist anders als auf dem NES oder in der Arcade. Das ist schon ein eigenständiges Spiel. Mhm. Und ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber ich fand das jetzt nicht wirklich schlecht. Die Game Gear-Version kann natürlich noch mal, die waren ja traditionell, es waren ja die gleichen Spiele meist, mhm, wenn es die für die beiden gegeben hat, aber weil der Game Gear so einen kleinen Schirm hatte, ist man näher dran am Bild gewesen. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob es dann. Es sieht aber nicht so sehr reingezoomt aus. Also es ist ja nämlich schon an die Master-System-Ausgabe. Die Auflösung ist nicht die geilste hier. Ja, ich hätte eigentlich auch NES erwartet als Königsdisziplin. Mhm, ja. Ja. Also siehst du schon, dass es wohl nicht ganz exakt mit dem NES-Original mithalten kann. Klar, ja. Wirkt fast schon eher so Shinobi-Style hier, ne? Wie der Laptop. Ein bisschen, auch, ja, ne? Richtig. Also es ist mehr Shinobi als so mit den großen Figuren vergleichsweise. Ja, aber dazu muss man auch sagen, das war auch, was NES angeht, das Krasseste überhaupt, was NES zu bieten hat in Ninja Gaiden. Ja, klar. Zu der Zeit, also alle drei Ninja Gaidens zusammengenommen, mit Cutscenes, mit Levelaufbau, mit dem Design und Birds are Jerks, die Level hauen dich komplett kaputt, sobald du dann einmal drin bist. Aber check gerne aus. Ich meine auch dazu mal große Power-Ups. Eine Retro-Club-Folge, wo ich es mal kurz gezeigt habe, vergessene Sequels. Master System gab es einige coole Games. Shovel Knight kannst du gerne kurz mal anmachen. Ja, das war, Treasure Trove ist aber das. Ach nee, das ist. Das ist das Add-on mit Plague Knight. Also da spielst du Plague Knight und das Movement ist halt sehr, sehr geil und hat sehr viel Spaß gemacht, dieser Speedrun. Ja, ich dachte in einem Moment, es gibt ja noch diese Shovel Knight Dig, was ein Digging-Game ist. Ja, also so ein Puzzle-Game, ne? Nach unten gerät, so ein bisschen Mr. Driller-Style fast schon. Ja, ja, ja. Aber natürlich das klassische Shovel Knight als auch, schauen wir mal vor, ist natürlich mega geiles Movement und es macht echt viel Spaß. Wär mal ein neues Shovel Knight, wäre gar nicht mal so. Auf jeden Fall, also ich hatte ja damals, als Cyber Shadow rauskam, da dachte ich ja, es wäre von den Leuten, aber nee, die haben es dann nur gepublished. Die haben es gepublished, ja, genau. Cyber Shadow ist ja auch nicht schlecht. Cyber Shadow war geil, auf jeden Fall. Aber die Macher machen ja jetzt dieses Game Boy Color Style Zelda-like RPG oder Action-RPG da draus. Also werden sie wahrscheinlich nicht so die Gelegenheit haben, jetzt nochmal das zu machen. Wir haben immerhin zwischendurch ja auch andere coole Plattformen, wie ein Dingsabumster bekommen, The Messenger zum Beispiel. Ja. Na, nicht, aber es wundert mich ein bisschen. Sind. Also dieses Game war wirklich sehr beliebt und auch zu seiner Zeit, als es rauskam, da gab es halt, das war gerade mal, das war der Boom so von den Indie-Games, diese Plattformer. Hat, und auch welche, das ist natürlich der Anreiz da auch gewesen, guck mal, wir machen so NES-Style. Ja. Nicht exakt, was das NES kann, weil dafür sieht es immer noch viel zu gut aus. Ja. Aber die haben gesagt, hey, wir nehmen diese Farbpalette oder so Look and Feel, als ob das ein NES-Game sein könnte. Und das hat ja auch sehr viel inspiriert von Spielen drumherum. Deswegen wundert es mich, dass da nie ein zweiter Teil wirklich rauskam. Ja, ich hätte auch nichts gegen Super Nintendo-Style-Game gehabt, so wie es The Messenger in einem Spiel gemacht hat, mit 8-Bit- und 16-Bit-Graphics. Aber auch wenn das sehr überstrapaziert ist mittlerweile, die Spiele sehen aus wie zu NES-Zeiten und so weiter. So ein Game kann gerne nochmal kommen. Auf jeden Fall, ja. Da hätte ich absolut nichts dagegen. Was war das für ein Run hier? Ein Plague of Shadows 100%. Mhm. Also das.
Also der holt auch alle Spezialmünzen. Also du siehst fast jeden Screen in dem Spiel. Das ist ziemlich geil. Ja, das könnt ihr euch gerne auch mal nehmen. So, vom gesteigerten Interesse her, weil ich so scheiße in dem Spiel bin. Aber Armored Core 6 Fires of Rubicon, holy shitballs. Das sah richtig mega aus. New Game Plus, Any Percent True Ending. Ja. Dann machen wir Setup hier. Musste kurz Pause machen. Ja, das ist ein sehr Skill-Execution-Heavy-Spiel. Mhm. Hast du irgendeine Verbindung zu den Armored Core-Spielen allgemein? Damals habe ich das nie gezockt. Ich habe mir halt das Game bei einem Kumpel angeschaut, aber ich habe es selber noch nicht. Aber ja, ich kam noch nicht so richtig damit klar. Ich habe schon Bock, mir das mal vernünftig anzuschauen. Aber ich habe das Game leider noch nicht. Ja, ich habe ein bisschen reingespielt, aber ich hatte einfach nicht weder die Zeit noch den Skill, um mich da vernünftig reinzuarbeiten. Das ist echt so ein Ding. Man denkt ja, From Software, wir wissen ungefähr, was wir von denen erwarten können. Ja. Es ist mehr, der Anspruch ist vielleicht Souls-like in der Richtung von wegen, weil du musst echt mit den du musst mit den Systemen dich so auskennen, du musst die Ahnung haben, wie werte ich meinen Mech auf, welche Systeme packe ich da rein oder wie kann ich das ausweichen oder schnell laufen und so machen. Ansonsten hast du sehr viele Skill-Checks, die dich in die Das ist halt ein reisen. Spiel, wo du erstmal, wenn du die Steuerung und so alles richtig kannst, dann ist es auch viel angenehmer. Also wenn man sagt, man ist schlecht, dann hat man es nur noch nicht lang genug gespielt, glaube ich. Genau, es liegt sehr an der Steuerung, dass man die dann im Spray machen kann. Ich habe auch viel mehr Erfahrung als kurz mal zu PS1-Zeit reingeschaut. Gibt ja, ich glaube, den Fünfer habe ich auf der PS3 irgendwo noch daheim. Wie viel gibt's denn? Ja, wenn du hier Teil 6 siehst. Ne? Das ist der 6. Das ist der 6. Wobei es gab natürlich auch so Spin-offs, meine ich, zwischendurch. Okay. Also mindestens 6 Hauptgames, aber auch mal so erweiterte Versionen. Und ich denke, du kommst bestimmt auf ein Dutzend, wenn du dann diese anderen Versionen reinpackst. Ich weiß, zur PS2-Zeit, manche haben den PS2-Controller umgedreht, dass die Analog-Sticks unten mit hier so vorne sind. Okay. Und dann mit den Daumen, dass du oben die L und R-Button drückst, weil du anscheinend so besser wohl die Sachen lenken kannst. Da gabst du diesen speziellen Armored-Core-Griff. Okay. Ich könnte das nicht. Das musst du mir irgendwann mal zeigen. Das brauchst du auch nicht. Kannst du mal ausstellen, gibt es bestimmt noch mal Videos bei YouTube, wie Leute dann so damit spielen. Das war zur PS2-Ära, haben das tatsächlich noch gemacht. Ich schätze mal nicht, dass man es hierfür braucht. Hm. Aber wenn ihr einen coolen Execution-Heavy-Run sehen wollt, New Game plus Any Percent True Ending, check gerne hier Armored Core 4 aus. So, oh, Mario Maker, war das wieder ein Relay? Nein. Na, Super Mario Maker 2. Nee, diesmal glaube ich nicht. Ich habe das auch diesmal nicht geguckt. Nicht. Ja, das werden wir natürlich dann gucken. Das ist ein Glitch-Showcase. Oh, ein Glitch-Showcase. Noch besser. Interessant. Gerade bei so einem Spiel. Okay, das sehen wir natürlich ein bisschen seltener, ne? Dass da auch der Creation-Modus zeigt. Okay, die machen ja sonst immer gern die Relay-Races, die ich ganz geil finde. Ja. Na, wo dann quasi so staffelstabmäßig immer weitergegeben wird mit erfahrenen Speedrunnern. Ach, Mario Maker 2. Da könnte auch mal gern was Neues kommen. Mario Maker 3, jetzt in 3D. Nein, 3D werden sie nicht machen, ne? Wahrscheinlich. Stell dir so Mario 64 Maker mal vor oder Mario Sunshine Maker. Ein paar Jahren vielleicht. Ey, das haben wir natürlich bei Speedrandale eher so weniger gezeigt. Vor vielen Jahren, Kollege Fabian und ich hatten da zum Beispiel reingespielt. Es gibt echt coole Mods, gerade auch für Sunshine, insbesondere aus der GameCube-Ära, die teilweise so Total Conversions sind. Da ist auch so irgendeine kürzlich rausgekommen, die will ich mir bei Zeiten nochmal anschauen. Und rein mit dem Technikfundament und wie sich das eigentliche Spiel, Sunshine selber ist ja eins der Spiele, die nicht so für mich persönlich zu den besten zählen. Ja, hatten wir aber auch schon als Speedrun da. Das hat sehr geil. Ja, Speedrun ist cool. Ja. Ne? Und persönlich kann das natürlich auch euer Lieblingsgame aus eurer Kindheit gewesen sein. Aber es bietet Potenzial dann natürlich mit selbstgemachten Mods noch ein bisschen mehr draus zu machen. Und bis Odyssey 2 kommt. Ja, ich glaube, hier bei den Run, da muss man schon zuhören, was der Typ sagt, sonst versteht man nicht, was er da gerade bastelt. Aber das scheint sehr interessant zu sein. So ergibt das natürlich ein bisschen weniger Sinn. Ja. Guck mal, Gravity Rush, das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal auf die Liste packen. Oh ja, fast jeder hat davon geschwärmt. Ja, ey, Gravity Rush ist so ein Ding, ich glaube, es hat so eine ganz eingeschworene Fangemeinde. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass nochmal das PS4 Remaster und das Sequel dafür rausgekommen sind. War eigentlich so ein Vita-Launch-Titel, der extra dafür ausgerichtet war, dass du die Vita so umdrehst und, und alles damit machst. Aber an Speedrun habe ich noch nicht gesehen damit. Also das könnte, man sieht es ja auch schon, ne? Kollege hier ist bei Any% gerade dabei, die PS4-Version 2016. Muss natürlich die Cutscenes übersprungen werden, aber das könnte teilweise auch sehr, sehr aufwendig und schwierig sein. Mhm.
War schon wie Raz hier, ne? Mit dem Look. Ja, so ein bisschen. Ach, schade, dass nicht so viele Shooter-Runs da sind. Guck mal hier, Dark Souls. Oh, mal ein Klassiker. Der Klassiker. Jetzt zuletzt, das ist Any Percent No Wrong Warp, okay? Ich habe zuletzt durchgespielt mit der, wäre natürlich etwas, passt nicht ganz zu den Randomizer rein, aber hast du mal die Mod mit den Pistolen ausprobiert? Ich wollte die ausprobieren, aber dann hat er von mir verlangt, dass ich das Spiel downgraden soll und dann, das wollte ich nicht. Okay. Stattdessen habe ich mir den Dark Souls Roguelike angeschaut, der ist auch richtig geil. Wie funktioniert der? Du wirst erstmal, bist du halt am Firelink-Shrine, darfst dir ein Start-Equip aussuchen und dann wirst du in ein random Gebiet erstmal teleportiert. Und du darfst einen Bonfire in jeden Level setzen. Okay. Und da kannst du bis zu 5 Level-Ups machen, pro Level. Und dann gibt's in den Levels auch Shops und so alles. Also alles random. Sehr, sehr lustig. Das klingt aber auch ziemlich geil. Das ist auch geil. Du kannst auch Sachen permanent freischalten. Du suchst NPCs eigentlich. Und wenn du die befreist, hast du permanente Upgrades. Das ist interessant aus dem Konzept, gerade, man sieht ja, wie viele Spiele nochmal sich offiziell so einen Roguelike-Modus dazu holen. Als erweiterter Modus ergibt es durchaus Sinn, da nochmal extra was zu bieten. Das Einzige von FromSoftware selber wird mir Bloodborne einfallen mit den Chalice-Dungeons. Die waren ja fast schon so ein bisschen roguelike-ig, ja. durch ihre Random-Generation. Und du kannst natürlich, ob mit so einer Mod und so weiter, ich brauchte ein bisschen zur Installation, also dann, ich wollte eigentlich reinschauen, habe ein ganzes Let's Play für 10 Stunden gemacht. Okay. Weil es war echt geil. Ich habe da reingeguckt. Du kriegst da Halo-Waffen eben, ne? Ja, hab ich gesehen. Das Interessante ist wirklich, dass du kannst echt gut zielen mit der Bogenfunktion. Mhm. Also, wenn ich die nehme für ein Sniper-Gewehr oder sowas, und da hast du ja nicht diese Kurve, die Pfeile da nehmen, klar. Sondern kannst dir so, wie geil war es in Anor Londo hier, die Pfeile oben, die Schützen dann wegzusnipen. Ah, okay. Das war der Hammer, ne? Bevor sie schön mit den Pfeilen dann da treffen, erstmal wegsnipen und alles. Falls man das Setup hinbekommt, ist ein bisschen aufwendiger, hat mich mit Simon auch nochmal ausgetauscht, ist knifflig, die richtigen Mods zu installieren, welche Version. Musstest du auch downgraden, das Game? Oder? Ich musste nicht downgraden, aber ich hatte das jetzt nicht vorab installiert auf dem PC. Ich habe es auf dem PC durchgespielt. Ich habe die Ur-Version benutzt und nicht die Remaster-Version. Ah, okay. Das kannst du für beide verwenden. Okay, okay. Da brauchst du nur die speziellen Files. Und downgraden hat er jetzt nicht gesagt, aber war mir egal, ich habe alles installiert. Die schlimmste Stelle für alle, die es zum ersten Mal spielen. Eben, und da habe ich die weggesnipert. Das war, das war der Hammer. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Du darfst nur keine Summons machen für irgendwas, weil ansonsten wird dir deine Munition komplett weggenommen. Oh, okay. Ja, weil es ist auch Multiplayer in dieser Mod mit drin und es gibt richtige Multiplayer-Arenen damit sozusagen. Und dann sollst du nicht schon vorab Munition haben zum Beispiel, um die anderen Leute wegzuhauen. Okay. Aber wie ist denn das Munitionsmanagement in dem Game? Du hast normalerweise mit den verschiedenen Waffen, die du hast, die musst du auch erst freischalten im Laufe des Spiels. Mhm. Ich habe mir einfach einen Cheat-Tool genommen, damit ich schon unendlich Munition habe. Ich wollte einfach nur ein bisschen buffen. Ja, natürlich. Ne? Aber normalerweise musst du da auch regelmäßig reloaden. Animationen auch konkret darauf ausgerichtet, dass du vernünftig reloaden kannst. Und ich bin nicht ganz sicher, wie die Munitionsbeschaffung ist. Ich glaube, es gibt nicht so die klassischen, du besiegst den Gegner und dann hast du so einen Drop. Vielleicht wird es automatisch in dein Menü gepackt, wenn du eine gewisse Zahl von Gegnern dann hast. Ich habe für mich unendliche Munition reingemacht und war okay. Je nachdem, was man dann natürlich dann spielen mag. Super Mario Wonder war schon sehr interessant. Allgemein für Super Mario Wonder. Es ist, glaube ich, das erste Super Mario Brothers Spiel, was keine Warpzonen hat. Ne? Deswegen dauern die Speedruns ja auch so lang. Man sieht ja auch 1,45. Du wirst normalerweise denken, okay, wo kann ich irgendwie out of bounds gehen? Was kann ich hier nochmal machen? Wann kriege ich die Flöte bei Mario 3? Mhm. Nein, das ist eine Stunde 45 ran. Bei 45. Also es sollen wohl auch schon nochmal neue Shortcuts oder so gefunden worden. Wurden ja schon. Also es war vorher über 2 Stunden. Hast du es privat schon mal durchgespielt? Ich habe es nur, aber ich habe es ein bisschen mit Kumpel gespielt. Mhm. Ich merke schon der Wiederspielwert. Ich bin so ein bisschen mehr bei den 3D-Marios in den letzten Jahren gelandet. Mhm. Natürlich ein super Game, aber einmal durchgespielt hat mir gereicht erstmal. Mhm. So, ich würde trotzdem natürlich auch weiter die Speedruns verfolgen. Ich habe den jetzt hier noch nicht geschaut. Ich würde gerne mal schauen, was das fürs Movement bedeutet. Ja. Execution, das ist ja auch immer gerade bei den 2D-Marios super. Auch ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich für Speedrandale dafür bewirbt, right? Mario Wonders würden wir doch gerne hier sehen. Das würden wir auf jeden Fall sehr gerne hier sehen. Inklusive den Wundersachen hier. Oder checkt gerne auch, wenn ihr noch Inspiration braucht, unser Beans vs. Mario Wonder dann aus. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein ganz spannendes Finale. Ja? Ganz, ganz spannend. Ist es. Jetzt, wo ich sehe, kriege ich doch wieder Bock. Verdammt nochmal. Und eigentlich hatte ich schon abgeschlossen damit.
Ja, 2D-Marios gehen halt immer. 2D-Marios gehen immer, ey. Das war echt richtig schön. Aber wo sind wir hier bei Majora's Mask gelandet? 4 Stunden? Oder 5 Stunden fast? 5 Stunden, aber wir haben ganz viele Runner hier. Was ist das für ein Run? Ach, 100%. No major glitches. No major Relay. Okay, das sehe ich abwechselnd. Okay, aber das ist natürlich krass. Ja. Das ist die langwierigste Kategorie. Also wir haben hier natürlich die... Hatten wir nicht auch 100? Nee, wir hatten All Masks. Wir hatten das All heißt Masks, noch nicht genau, 100%. Genau. 100, okay. Ich weiß nicht, was 100% hier so konkret... Wahrscheinlich sind. Alle Herzteile, alle Waffen. Genau, die Masken. Ah, warte mal. Könnte es gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das hier der Run war, ob ich das irgendwo anders nochmal gesehen habe. Es ging um 100%, aber das gemischt hat Ocarina of Time und Majora's Mask. Da gibt es so eine Mod, wo dann du quasi wechseln kannst zwischen den beiden Games. Ich weiß nicht, ob es dann... an aber Kisten es ist nicht oder die, so oder? Ich meine nicht, dass es jetzt die ist, also dann wäre es wahrscheinlich eher so ein 10-Stunden-Run, könnte ich mir vorstellen. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich auch ausgeschrieben und nicht nur Majora's. Genau, dann würde nicht nur Majora da stehen, aber dann sollte es um 100%. Aber es ist die Wii-Version. Über alle dann gehen. Ja. Ist das die schnellste? Oder? Ja, ich weiß nicht. Wir müssen Thief Bug noch fragen, weil der hat uns ja auch die. Ich glaube, die Wii-Version, als der sie uns gezeigt hat hier, das war mehr. Die, hatte die nicht diesen Bug, wo man 65 Mal damit mit dem Song das macht? Damit das war die Wii U, glaube ich. War das die Wii U-Version? Ich glaube, das war Wii U. Wii-Fassung ist dann die Download-Version, schätze ich auch. Oder er hat die GameCube-Collection-Fassung hier, die er dann auf der Wii vielleicht spielt. Ja. Wobei die GameCube-Collection-Fassung ist leider absturzanfällig, die würde ich persönlich nicht bevorzugen, aber das werden sie wahrscheinlich erklären, warum sie wie wo gelandet sind. Checken wir mal aus, die haben noch einiges an Herzteilen hier. Alleine die Masken einsammeln ist natürlich ordentlich. Nur jetzt. Jede einzelne Rupie müssen sie auch mitnehmen. Nein, nee, das nicht. Komplett in Japanisch. Ja, nee, hier müssen sie schon die Herzen, da sehe ich doch schon die Herzteile. Ist noch nicht ganz voll. Ist noch nicht ganz voll, ne? Da fehlen noch ein paar Herzteile. Ah, aber kann natürlich sein, dass du für bestimmte Bosse dann nochmal ja, der letzte kriegst, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, sind wir schon am Baum hier? 4 Stunden 45. Das könnt ihr tatsächlich mal einen ganzen Abend lang laufen lassen. Ja. Da habt ihr mehr als genug zu tun. So, wir hatten hier nochmal die Stilweise. Oh, ich würde Ghostwire Tokyo mal tatsächlich angucken, weil das Hauptspiel habe ich nicht so gern gespielt, muss ich zugeben. Ja, war auch nicht so meins. Ich habe mir ein bisschen, also ich habe mir ein bisschen was anderes davon erhofft und es ist wahrscheinlich auch kein schlechtes Spiel, jetzt auch mit den ganzen Updates und so weiter. Aber ich glaube, mit dem Speedrun bin ich so ein bisschen näher dran jetzt. Ja, da sieht man auch ein bisschen dynamischer, weil es wirkte für mich ein bisschen langsam auch. Ja, also beim Gucken. Es hat anscheinend schon ganz nettes Movement und vielleicht bringt das nochmal eine Wertschätzung fürs Spiel, wenn man hier durch den Run sich nochmal ein bisschen holt. Any% Started ist ja mittlerweile auch auf anderen Plattformen rausgekommen, war ja eine Zeit lang. War es zuerst PS5 exklusiv? Oder es war exklusiv für eine Plattform, meine ich, dass ich da eingekauft wurde. Ja, ich glaube auch. PS5 war das. Ja, natürlich, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben hier nochmal 2 Runs mit Tears of the Kingdom innerhalb von 49 Minuten. Warum es so kurz dann ist, wenn ihr wisst, wie ein Speedrun bei Breath of the Wild funktioniert. So ähnlich kann man das hier auch zum Ende bringen. Na, also da kann man doch enorm viel abkürzen. Und glaube ich, hier würde ich doch nicht konkret reinschauen, weil das eigentlich Das ist richtig gut. Den habe ich geguckt und der Run ist so gut. Also sie macht auch wirklich Sachen, die jetzt nicht unbedingt, die halt ein bisschen Zeit kosten, aber lustige Sachen, um den Boss zu besiegen zum Beispiel oder so. Ja, man sieht's Story doch. Wird halt fast alles geskippt, nur die Bosse werden hauptsächlich dann gespoilert, aber sonst. Es sind alle Akte hier mit dabei. Richtig. Ich glaube, es hat 3 Akte hat das Spiel. Ja, richtig. Normale Speedruns gehen ungefähr 4 Minuten oder so, wo du einfach nur den einen Akt machst und dann das schlechteste Ending nimmst. Und hier werden aber alle Akte gemacht und auch das wird der Endboss auch besiegt. Also noch sehr viel Out-of-Bounds-Kram. Ich hatte schon ein paar Videos, also vor diesem Run bei YouTube dazu gesehen, wo Leute tatsächlich so Out-of-Bounds-Geschichten machen und Trigger aktivieren, indem sie, okay, ich baue mir einen Turm aus Holzkisten, dann springe ich über den Trigger. Das ist halt wirklich so eine Geschichte macht sie auch. Die tötet zum Beispiel ihre eigenen Leute und dann packt sie die Leiche in die Taschen von sich und packt sie dann irgendwo aus. So ganz komische, lustige D&D-Sachen, die aber alle funktionieren in den Speedrun, okay, die wirklich, wirklich gut sind. Und der Speedrun geht gar nicht so lange. Da die Story übersprungen wird, kann man es ja ganz gut sehen. Ja, du siehst halt nur die Bosse, die werden vielleicht nur gespawnt. Aber wie die auch platt gemacht werden, ist so lustig. Richtig gut. Ja, also für jeden, der das Spiel noch nicht kennt, kann man sich trotzdem den Speedrun angucken und wer
das Spiel kennt, der wird das lieben, den Speedrun. Hier die arme Shadowheart wird wieder umgebracht. Damit sie in die Tasche besser rein. Wahrscheinlich, ja. Ja, Baldur's Immerkopf, ihr seht ja, wo die Playlist hier drin ist. Gibt's noch super bunt durchgemischten Elden Ring Run, Lies of P haben wir erwähnt, Super Mario Brothers Lost Levels, Last of Us Remastered kann man sich vielleicht nochmal geben, 2,27, das heißt auch ein sehr umfangreicher Any% auf der PS5 Run. Kann man so vorbereitend auf. Sagen, ich kann mich an die Sequenz erinnern. Doch, doch, da ist man außen eingestiegen. In Vorbereitung auf den Zweiten. Genau, Last of Us 2, hier Randomizer wollte ich schon sagen. Die haben ja den Roguelike-Modus jetzt hier drin. Oh ja, stimmt. Den kann man sagen. Der ist echt ganz gut geworden, muss man sagen. Ihr könnt gerne eure Empfehlungen zu AGDQ mal in die Comments reinschreiben. Das waren jetzt noch ein paar Sachen, also die wir so mit euch noch mal teilen wollten. Aber wie immer bei 140 Runs fast. Ja. Da habt ihr immer noch mehr als genug zu gucken, bis dann die Summer Games wieder dran sind im Juni, Juli. Und ich glaube, das war unser erstes Recap ohne einen Mega Man drin. Ohne einen Mega Man drin. Und auch ohne einen Castlevania. Lass es, du musst es jetzt nicht. Aber Mega Man hatten wir doch gespielt. Ja, natürlich, oder? Richtig gut sogar. Oh, nee, Mega Man nicht. Na gut, wir gucken noch einmal in Mega Man. Wir schmeißen noch einmal, guck mal, Mega Man 8 schmeißen wir mal rein, damit wir es. Mr. Cap, der ist super. Ja, einer der besten Mega Man Runner. Einmal, damit du, dann kannst du im Hintergrund hier nochmal laufen. Der Vollständigkeit halber. Ja, und es gibt natürlich auch Castlevania 3, glaube ich, war da ja, auch, habe ich mir einen Run da reingeschaut mit, war auf bestimmte Charaktere beschränkt, wenn ich mich nicht irre. Der Run. Kann man sich immer geben, wie auch hier bei Speedrandale. Ihr werdet mehr als genug Gelegenheit haben, diese Runs noch nachzuholen, bis eben Summer Games dann quick dran sind. Schreibt gerne auch eure Empfehlungen für den Sachen, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben, in die Comments mit rein. Und natürlich auch, wenn ihr Runs zu den Spielen, die ihr hier gesehen habt, hier sehen wollt, ne? Sagt Bescheid, wenn ihr selber gerne runnen wollt. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch dann speedrandale@rocketbeans.tv bei uns melden oder gerne auch direkt bei Sie unter @simiclove bei X. Ein Post, eine Direct Message, was auch immer man da schickt. Direct. Oder bei twitch.tv/simiclove101. Und seid dabei. Wir haben viele coole Speedruns für euch demnächst noch weiter am Start. Wir machen noch ein bisschen Randomizer hier und da. Und seid gespannt darauf, was demnächst kommt. Wir sagen Tschüss. Bye, bye.